Wir trinken gleich. Ich folge schärfstens. Wir sterben. Schneid mir die Kehle auf, oder was wollen wir? Okay! Vielleicht müssen wir auch X, A und Y drücken. Ja. Kein Blut, sondern ein... Wow. Was macht sie denn da? Welche Tatwaffe wurde in diesem Fall verwendet? I don't fucking know. Die einzige, die ich kenne, ist Sachis, also... Sie hat sich gedreht? Wie schaffst du es, so eine Drehung? Wie? Übrigens, weil wir Abenteurer sind, bei Tomb Raider gibt es ja so geile Todesszenen. Da gibt es irgendeine, wo sie im Fluss ist. Und wenn du es verpasst, dann wird sie voll aufgespießt von dem Ast. Das ist so mega brutal. Und ich habe nur das gesehen vom gesamten Spiel. Und ich bin so, oh, das muss ich mal spielen. Das ist bestimmt voll witzig. Ich glaube, ich würde da teilweise sogar absichtlich sterben, weil ich bin, wie sieht das aus? Weil die ganzen Todesanwürze so geil sind. Aber ich bin etwas verwirrt, weil da gibt es so viele mittlerweile. Oder ich komme einfach durcheinander. Jetzt haben sie auch bei Final Fantasy, haben sie irgendwie, es gibt Final Fantasy 7 und dann haben sie ein Remake gemacht nach Jahren, wo die Leute 30 Jahre oder so gewartet haben. Und jetzt kommt aber noch ein Remake, irgendwie Rebirth oder so. Oder Resnow, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Die Zeit kann sie nicht zurückdrehen. Ich musste nichts drücken, also war das einfach nur eine dramatische Cutscene für euch. Bitteschön. Und ich bin etwas verwirrt mit diesen ganzen Remakes und Remasters und was weiß ich. Und Tomb Raider hat irgendwie auch welche bekommen oder neue Spiele. Und ich bin nur so, mit welchem sollst du denn da anfangen, wenn du noch nie gespielt hast? Und dann gibt es auch Leute, die sagen, nein, spiel das Original am besten, weil in dem ist halt ganz viel weg. Dies ist nicht so gut. Weil das, nein, die Götter der Dunkelheit hat überhaupt nichts gemacht. Das ist einfach das Labyrinth, aber gut. Weil Resident Evil 4 hat ja ein Remaster bekommen, das sehr gut ist. Aber ganz anders als das Original. Vor allem, weil Leon nicht mehr so geil witzig ist. Also er ist so sarkastisch im Original. Und im Neuen haben sie ihn ein bisschen mürrischer gemacht. Und ich bin so, my baby boy! Okay. Shinigami. Nein, Schatz. Oh nein. Du machst, dass sie sich schlecht fühlt, Shinigami. Ich mag sowas nicht, diese Streitereien zwischen meinen Verbündeten. Ich will Frieden und Liebe. Ja. Eine Hülse. Barabarabarabarabar. Ja, dieses komische Ding da hinten, ne? Was ist denn das für eine Puppe? Dieser Steinmonk. Gut. Geht's dir gut? Ich meine, mir geht's gut, weil deswegen habe ich gesagt, gut. Oh mein Gott. Müssen wir uns jetzt wirklich um deine emotionalen Bedürfnisse kümmern? Shinigami. Yuma, kannst du auch mal was sagen? Kannst du Shinigami mal sagen, dass sie nicht so unhöflich sein soll? Auch wenn du jemanden nicht leiden kannst, du kannst so nicht über ihn reden. Direkt vor ihm. Ich meine, mach's wie ich und rede über sie hinter dem Rücken. Sie können mich nicht hören. Ich kann Sachen sagen. Ich verlasse mich im Grunde nie auf andere hier. In diesen Labyrinthen, weil
ihr könnt alle nichts machen, also muss ich vorangehen. Oh Gott, dramatische Hintergrundgeschichte. Aber musstest du so böse... Ja, du bist immer so. Und musstest du so direkt sein? Na gut, solange es hilft. Whatever. Was auch immer. Nein, den hast du mir gegeben, Schatz. Titel stammt von dir. Wir werden immer rumgescheucht. Ja, das stimmt. Das weiß ich nicht. Du hast ja irgendwie den Zug überlebt. Okay, das ist ein bisschen schlimm für sie. Wenn du dich immer auf etwas verlässt und dann ist es nicht mehr da, merkst du erst, wie... Ich will nicht sagen, nutzlos du bist, aber wie sehr du dich halt drauf verlässt. Also wie sehr du ohne das nicht auskommst. Das war... Wir haben sie erst einmal getroffen. Klar. Halt, stopp. Hochspannungsleitung zwischen den Gebäuden, für das eine Fahrt nicht möglich ist. Schusswunde sind perfekt parallel. Satchi wurde speziell entworfen. Okay, ich lass mal die Hochspannungsleitung. Dein Freund? Welcher Freund? Upsies. Ah, verdammt. That wasn't it. Die Waffe landet in Sachis Hand, oder? Dann können wir annehmen, dass es einen Komplizen gab. Du kannst diese Aussage nicht widerlegen, oder? Versuchen wir uns auf etwas anderes zu konzentrieren. Zum Beispiel, wenn es einen Komplizen gab. Von wo aus hätte er geschossen oder sowas ähnliches? Vermutlich vom Nachbargebäude aus, aber das ist höher als das Versteck. Außerdem hat diese Seite des Gebäudes keine Fenster, die zum Versteck zeigen, oder? Aber wenn Mensch Sachis Wunde betrachtet... Ja gut, ich war zu schnell, ich war zu übereifrig, ich hätte mir alles anhören müssen, ich weiß. Und du hast sie in seine Hand gelegt. Madden Masterplan. Madden? Madden? Madden Masterplan, ach so. Okay, weil Madden ist doch irgendwie Football oder so, oder? Verdammt, ich wollte hin und zurück. Okay. Nicht? Ich war mir halt so sicher. Okay, das war wirklich das Ende. Das ist nicht... Wenn du ein Komplize hättest, der Sachi erschossen hat, würde es keine Rolle spielen, wo du warst, aber wäre es wirklich möglich gewesen, ihn vom Nachbargebäude aus zu erschießen? Gutes Argument, lass uns die Lösungsschlüsse überprüfen. Dann müsste ja das Parallele aber ausgewählt werden, oder? Die parallele Schusswunde dann. Weil, wenn du ihn vom Nachbardach aus abgeschossen hättest, dann müssten die ja anders... Eine andere... Ach, egal... Oder das da. Ich spiele. Nein. Ah, okay. Nee, sie so. Mein Bauch. Autschi, autschi. Ja, da müssten die aber schräg sein, die Einschusslöcher. Das ist zumindest mein. Danke, gut. だけど、被害者の頭部の中層は水平だった。あの中層からして、隣のビルの屋上から狙撃したとは考えられない。
Okay, jetzt kauen sie wieder ab. Gut. Können wir weitergehen? Ja. Okay, das. Okay. Irgendwie verlieren diese Todesspieler Beweisführungskämpfe an Wirkung, wenn du jetzt jeweils nur mit einer Aussage zu tun hast. Wenn da nicht noch was nachkommt. So, Das ist irgendwie so, wie wenn du in Phoenix Wright nur eine Frage beantwortest und sie sind so, oh nein! Und jetzt ist der Tag des Gerichts vorbei, also ab nach Hause. Hä? Ja, es spiegelt ja nur die echte Welt wieder, das würden die Echten halt auch sagen. Eigentlich schon, oder? Weil das ist ja einer... Einer vom Widerstand und die... Für die Friedenswächter ist das ja so... Cool, da hat sich einer selbst umgebracht. Geil, müssen wir es nicht erledigen, oder? Die Spannung zwischen euch ist ganz komisch. Yuma schaut so. Bauchgefühl. Oh, wie war denn das? Eigentlich eher die Informationen sind, die wir halt mit unseren Augen sehen. Und deswegen ist ein Bauchgefühl nicht wirklich kommt nicht von irgendwoher, sondern es hat einen logischen Sinn. Weil du Informationen mit den Augen aufsammelst und unterbewusst bist du dann so, ich habe das Gefühl, dass hier das und das nicht stimmt. Und das ist dann euer Bauchgefühl. Ah. Müssen wir jetzt die altehrwürdige Frage beantworten von vor 3 Minuten? Die 3 Minuten alt ist, meine ich damit, ob es Selbstmord oder Mord war. Ach Gottchen. Naja. まさか、ユーマさんは血に聖なる力が、その力で呪われた迷宮を照らしたのですか？ユーマさんはただの光の戦士ではなく、聖なる光の戦士だったのですね。何でもいいですから。 Er nur so, klar, warum nicht? Ich nehme es jetzt einfach hin, solange wir hier schneller vorankommen. Ich habe keine Ahnung, wie es ein Mord sein könnte, aber ich glaube auch, dass es einer ist. Aha. Okay, und du? Ich glaube auch, dass es Mord ist. Es ist mein Bauchgefühl. Mord wählen? Ja, ich glaube, dass es Mord ist. Ich weiß nicht wieso, aber es ist irgendwie komisch. Ich hoffe, das stimmt. Es ist irgendwie komisch, dass der Typ nicht die Treppe runtergelaufen ist. Das wurmt mich. Jemand, der einen Widerstand aufbaut, erschießt sich doch nicht bei dem ersten Problem. Vor allem, er war sich ja immer bewusst, dass sie gefasst werden könnten. Also war das nichts Überraschendes, dass diese Friedenswächter auftauchen. Er hat ja auch darüber gescherzt, dass sie aufgehängt werden würden. Ich weiß es eben noch nicht. Ich habe doch gar nichts gesagt.
Ich denke... Ja. Oh mein Gott! Das sind die aus der Seite, die Pfeile, die rausschießen, oder was? Oh nein! Komm, was? Oh, okay, die Wände kommen auf uns zu. No. Was ist der Grund dafür, dass es sich um einen Mord handelt? Hm. Ich glaube, vielleicht die Barrel von der Waffe. Warum? Na, weil es in der rechten Hand lag. Aber er, glaube ich, Linkshänder war, oder? Oh nein. Das hatten wir... Das hatten wir lange nicht mehr. Ah ja, die Tür, genau. Die Tür hatte den Schlüssel. Die hatte ja einen Schlüssel gehabt, das heißt, du kannst... Ist keiner... Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber mir ist gerade wieder eingefallen, dass der Schlüssel drin steckte. Boy! Der Regenschirm vielleicht, den haben wir nicht genau angeschaut. Die Waffe? Was ist der Grund dafür? Die Tür? Der Regenschirm? Der Grund dafür, dass es sich um einen Mord handelt. Die Waffe? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben verkackt. Nein. Ich dachte schon vor einer Sekunde, wir haben verschissen. Siehst du, wunderschön. Ja, genau das. Ja, eben. Also, wenn du sie in der rechten Hand hältst, dann klappt sie nach links auf, damit du nachladen kannst mit der linken Hand, oder? Und wenn du aber ein Linkshänder bist, macht es mehr Sinn, wenn sie nach rechts, dann kannst du mit der rechten Hand... Vielleicht. Ich weiß es nicht. So denke ich mir das. Boah, mein Titel wird immer länger. Zwei dumme ein Gedanke. Meiner Meinung nach, weil er es in der rechten Hand gehalten hat. Aber wahrscheinlich Linkshänder ist. Es läuft! Schieß sie mit der Waffe ab! Ich bin kein Scharfschütze. Oh Mann, wie enttäuschend. Ich werde es nicht nochmal wiederholen. Okay, meine Vermutung. Ich wiederhole sie nicht nochmal. Nein. Was anderes würde mir aber auch nicht einfallen, warum es so wäre. Ah. Okay. Time to play a game. Bye bye. Boing.
So. Boom. Nice. An seiner Waffe erkennt, dass ein Linkshänder. Okay. Und jetzt noch S. Mit den ganzen Upgrades habe ich nur die Buchstaben jetzt gehabt, die du für das Wort brauchst. Tja. Das erinnert mich immer an Wii Sport Resort, glaube ich. Von auf der Wii. Diese Insel, die hinter ihr ist, wenn sie das Herz, den Herzbeam abschießt. Ich glaube, das habe ich. Das ist mir legit aufgefallen, als wir damals am Tatort untersucht haben. Gut, bei den Bombenrätseln habe ich nicht sehr gut abgeschnitten. Aber das ist mir aufgefallen und darauf bin ich stolz. Feuer frei! Hi! Hi, High Five, Mann! Wunderbar. Sehr gut. Es war eine Teamleistung, ja? Teamleistung, Mädchen. Teamleistung. Die vielleicht nicht, aber unsere Todesgöttin. Ist der Countdown eigentlich anders? Je nachdem, wie lange du brauchst? Oder ist der immer gleich? Ich habe das Gefühl, dass der immer gleich sein wird, egal wie lange du brauchst. Überlass das einfach alles meiner Wenigkeit. Im Gegensatz zu dieser behüteten Tussi kann ich assistieren. Okay. Die Göttin der Dunkelheit hat uns geholfen. Das muss eine Art Falle sein. Joa, vielleicht. Ach Gottchen. Die zwei Vollidioten schon wieder. Der Typ ist größer als das Loch. Der sieht uns doch gar nicht da hinten. Ja, eigentlich schon. Die ändern doch ständig ihre Meinung, so wie es halt gerade passt. Nein, wir stellen nur was fest. Könnt ihr zwei aufhören, euch zu streiten? Es ist wirklich anstrengend. Sogar er hat sich aufgeregt, weil die zwei Damen einfach nicht aufhören wollen, sich in die Haare zu kriegen. Okay. Warte kurz. Achso, ich kann eh nur zurückweisen. Sicher Selbstmord begangen. Weise diese Anschuldigung zurück. Weiß zwar nicht wieso, aber. Das kannst du versuchen, aber bis jetzt hat es noch keiner hinbekommen.
Gut. Parkplatzexplosion. Es gab eine Explosion. Er hat einen speziellen Dial links. Außenschloss. Von der Dachseite der Schlüssel wurde im Schlüsselloch gelassen. Ich weiß nicht. Linkshänder? Ja. Niemand weiß, wer die Waffe abfeuerte. Ups. Keine Ahnung, wo es das hingeben soll. Es sieht so aus, als hätte Sachi seine rechte Hand dazu benutzt, sich selbst in den Kopf zu schießen. Aber ist irgendwas daran nicht seltsam? Meister, hast du eine Idee? Ach so, weil sie gesagt hat, er hat mit der Dominanten... Okay, gut, jetzt weiß ich, wo ich es hinschießen muss. Alles klar. So. Ich glaube, sowas kommt extrem selten vor, dass ein Selbstmörder die nicht dominante Hand benutzt, um sich zu erschießen oder umzubringen. Das ist einfach irgendwas, was du automatisch erledigst. Und dann benutzt du natürlich die Hand, die das Hirn dir vorschreibt. Gab es irgendeine Statistik dazu? Ich glaube nur 2% oder sowas. Oder keine Ahnung, zu 98% benutzen die Leute ihre dominante Hand. Kann natürlich auch alles Blödsinn sein, ja. Ich erfahre diese Dinge nur hier und da. Ich verfolge das ja nicht aktuell in der Strafverfolgung, wo es da alles herausgefunden wird, also. Jetzt scheint ja richtig warm miteinander zu werden. Es ist mir eigentlich egal. Ja. Okay. Jo. Lass uns mal einfach weitergehen. Die Damen. Was kommt denn jetzt hier? Okay. Ah! Das rote Schlauchboot. Ich dachte gerade, da draußen ist eine riesige Gummiente. Es war gelb, aber es war keine Gummiente. Leider. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Blitzt das Wasser etwa auf? Die wurde ja für ihn angefertigt. あの銃に関しては多分プレゼントされたものなんだよ。プレゼント?どなたからですか?レジスタンスで武器を担当していたイルーカさんです。設計したのも彼女らしいので。まあ、銃の贈り物なんてロマンチックですね。冒険心をくすぐられます。ロマンティッシュ? Romantisch? そうですかね。まあ、犯人のミスのおかげで事件が他殺ってのは分かったけど。まだまだ謎は山積みだよ。Oh nein, Vorsicht. Wie schön, dass sie alle ganz entspannt geblieben sind. Keiner hat geschrien, alle, sie sind nur so sitzen geblieben, waren so. Well, that's my end. What the fuck was that? Woo! Wow. Von wo aus hat der Täter auf das Opfer geschossen?
Ja, siehst du, das ist die Frage. そう、この事件が他殺だとしても、その謎があるんだよね。ですが、事件が他殺で間違いないなら、きっと答えはあるはずです。私にはとてわかりませんけど、ユーマさんならきっとたどり着けるはずです。 Denkst du, jemand hat aus einem Fenster geschossen und es ist abgeprallt und auf ihn zugeflogen? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, Yuma. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.